Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der Randomizer Kristallen Nuzlocke. Und heute sind wir ja schon in Kanto. Und das heißt, erstmal gucken, ob ich genug Bälle habe, damit wir die neuen Encounter holen können. Und wenn es euch heute wieder gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren. Und ja, wie gesagt, hoffe, es gefällt euch heute. Wir fangen einmal hier an, weil wir müssen ja die anderen danach ablegen. Einmal hier ein Pokémon holen. Achso, da kann man noch nicht lang. Okay, da ist Relaxo im Weg. Dann kommen da die Encounter später. Das sind ja alles verschiedene Routen. Dann gehen wir halt hier oben hin. Da kriegen wir doch hoffentlich unseren ersten Encounter für die Kanto-Region. Und dann müssen wir mal schauen, okay, mit Kokowai. Dass wir erstmal Pokémon fangen, bevor wir gegen die Arena kämpfen. Weil wir sind richtig schwach hier vom Level her. Ich probiere es einfach mit dem Superball. Dass wir dann gucken, dass wir die Encounter kriegen, später die Trainerkämpfe machen und dass ich dann Ostmin die Encounter trainiere. Okay, das möchte nicht drin bleiben. Hypnose. Ich habe Angst, dass ich das. Aber ich kann es paralysieren. Wenn ich es angreife, dass es stirbt. Aber wir können es paralysieren. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, wir holen uns erstmal ein paar Encounter. Solange ist Ampharos noch drin im Team, damit ich den mit EP-Teiler trainieren kann in dieser Folge. Und ab der nächsten Folge fliegt dann das Ampharos aus dem Team raus. Ja, wir gehen einfach dahin. Wir machen, wenn wir Trainerkämpfe sehen, die wir machen können, Kämpfe gegen die Trainer. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir hier noch für ein Glück haben. Kokowai ist eigentlich ein gutes Pokémon. Und ja, schauen wir mal. Überbälle. Drei Stück. Meisterball werde ich auf jeden Fall nicht werfen. Ja, wir müssen jetzt mal unser Team wieder zusammenstellen, damit wir auch später in Johto die ganzen Legendären fangen können. Das ist schlecht. Dann dauert das ja doch hier länger mit dem Kampf gegen Kokowai. Ich dachte eigentlich, der lässt sich schnell und leicht fangen. Und ja. Vielleicht noch eine kleine Information am Rande, dass ihr Bescheid wisst, denn die Diamant-Nuzlocke, die kommt im Moment nicht. Die ist wieder wegen Training pausiert, weil ich trainieren muss. Und an dem Tag, wo das eigentlich kommen soll, kommen jetzt erstmal ein paar TCG-Videos, weil ja, ich da jetzt das neue Set öffnen möchte, ein paar Openings, und deswegen habe ich das so entschieden, dass ich ja eh trainieren muss, dass es eh nicht kommt. Aber die Kristall-Randomizer Nuzlocke, die kommt natürlich für euch weiter. Wie gesagt, hoffe, es gefällt euch heute wieder ein Part, auch wenn das jetzt hier gerade richtig leidend ist, in dieses Kokowai zu kämpfen. Und ich kann es ja nicht mal angreifen, weil mein Ampharos schläft. Das ist einfach gruselig, gerade im Moment. Ich will da nur noch danach mal kurz gucken, wenn wir es geheilt haben, mit dem wir Peter ausgestattet haben, was wir sonst hier noch hier hätten kriegen können. Ich meine, Kokowai ist nicht verkehrt, aber ja, seine Attacken sind jetzt nicht die besten, so wie es aussieht. Ah, Mann. Bälle funktionieren nicht, Angreifen funktioniert, hier funktioniert ja gar nichts. Ach. Und es nervt mich hier die ganze Zeit mit seiner Attacke, die ich nicht aussprechen kann. Komm. Och nein, ich habe, glaube ich, auch gar keinen Aufwecker mehr. Konfusion. Konfusion ist eigentlich eine gute Attacke. Aber ja, Volltreffer. Das nervt nur mit Volltreffer. Ist aufgewacht. So, Donnerschock, bitte. Das sollte eigentlich überleben. Auch wenn du doppelt so stark bist. Ja, und dann sollte ich jetzt den Superball werfen. Ja, wie gesagt, die Attacke von ihm kann ich nicht aussprechen. Ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht, falls ihr es wisst. Ich will mich gar nicht erst versuchen, das kann nur peinlich werden. So, Beutel. Probieren wir nochmal den Superball. Okay, wir haben nicht mehr so viele Bälle. Müssen dann demnächst nochmal neue Bälle kaufen. Aber wir gehen erstmal oben nach Azulia City. Es nervt doch einfach. Es will nicht drin bleiben. Es ist Level 15. Es ist paralysiert. Es ist angeschlagen. Und ich habe einen Superball geworfen. Ey. Katastrophe. Katastrophe. Jetzt aber. Jetzt bleibt er drin im Hyperball. Danke. Na, oh nein. Was soll das? Ey.
Pokéball. Ich werde auch irgendwelche Bälle, irgendwann wird schon drin bleiben. Und dann erstmal neue Bälle kaufen, dass wir ein paar neue kriegen von jedem 5 Stück oder so. Es will mich doch verarschen, es will mich doch verarschen. Im Pokéball bleibt es drin oder was? Wie gesagt, heilen, EP-Teiler geben und dann gucken wir mal, dass wir dann einen Kampf machen mit Ampharos hier gegen ein wildes Pokémon. Den nächsten Encounter oben holen und dann machen wir die Arena später im nächsten Part. Genau. Weil es macht ja keinen Sinn aus meiner Sicht jetzt schon in die Arena zu gehen. Wir müssen ja nicht in die Arena. Und wir können auch später in die Arena, wenn wir ein paar Pokémon gefangen haben. Werden wir da hinkommen überhaupt? Muss ich gucken. Ansonsten ist der Part schon wieder vorbei. Wir müssen dann ja offscreen trainieren bis zur nächsten Woche, damit wir hier mit Kokobai kämpfen können. So, erstmal den EP-Teiler geben. Erstmal runter. So. Und dann noch 5 Bälle kaufen. Genau, EP-Teiler gib auf Kokobai. Genau, so, damit wir wieder Bälle haben für den nächsten Encounter. 5 Stück von jedem sollten hoffentlich reichen, wenn man hier Bälle kaufen kann. Kaufen. Wir können auch ein paar Sachen verkaufen. Oh, wir können nur Hyperbälle kaufen. Dann kaufen wir 10 Stück. Das sollte reichen, genau. Sachen verkaufen. Eigentlich Metallmantel könnten wir theoretisch verkaufen, aber ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn mit keinem tauschen. Was? Das ist ne. Das ist mir zu wenig. Dann wird der auf dem irgendwann auf dem PC aufs Screen abgelegt. So. Hoch geht's. Gucken wir nochmal, wie gesagt, einmal ins Gras. Was wir hätten bekommen können. Für ein anderes Pokémon auf dieser Route hier. Ach so, toll. Warum kann ich jetzt hier nicht durch? Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Ja. Ich will nur jetzt kurz wissen, was hier drin war in dem Gras. Da oben kommen wir noch nicht durch, oder? Doch, wir kommen hier schon durch, okay. Ich will aber kurz trotzdem wissen, was hier drin ist. Wenn mal was kommen würde. Okay. Das klingt heftig, das Pokémon. Das klingt heftig. Skorgler. Ja, leck mich doch. Aber das ist Level 13. Das ist machbar. Ich will nur kurz gucken, ob die zwei kämpfen. Okay, das ist kein Thema. Weil ich will wissen, wie stark die Trainer sind, damit ich weiß, wie hart ich trainieren muss. Für die nächste Folge. Die Leiter sind natürlich schon krank und stark. Das ist klar. Und deswegen schauen wir mal. Er kämpft auch, oder? Meine Teddiosa, mein Teddiosa ist das niedlichste der ganzen Welt. Okay. Ich will aber dann gegen den anderen auch noch kurz kämpfen, damit ich weiß, dass ich gegen ihn gekämpft habe. Und nachher vergesse ich das. Okay, ein Pokémon. Scaraborn. Okay, das ist jetzt nicht so krank. Wie stark ist das denn? Okay, sind doch heftig, die Trainer hier. Das heißt, wir müssen mindestens ein bisschen Level 40 das Kokobai trainieren und den anderen, den wir jetzt auch gleich holen. Weil sonst macht das keinen Sinn. Mann, mit deinem Furienschlag. Zum Glück ist Ampharos schon besiegt und wird das nicht traurig. Tackle. Das nervt einfach gerade ziemlich hart. Die ganze Top-Genesung habe ich schon auf dem Schiff verballert. Das ist auch noch ein Stückchen traurig und Donnerschock macht einfach mehr Schaden. Und wir sind komischerweise jetzt schneller, was ich jetzt gerade aktuell nicht verstehe. Haha, ha, Konter ging nicht. Ach so, weil der Konter eingesetzt hat, aber der hat eine scheiß Bäre, verdammt. Bodycheck verletzt sich ein bisschen selber. Okay, wir sollten gleich mal für nochmal heilen gehen, weil ich muss ja mit Ampharos kämpfen. Das macht ja Sinn. Daneben, danke. Sehr schön. Ja, das ist ein Kampf und wir müssen auf jeden Fall bis Level 40 trainieren. Ausdauer. Weil sonst macht das keinen Sinn. Weil sonst macht es wirklich keinen Sinn, weil die sind schon ziemlich stark und die Arena-Leiter sind noch ein Stückchen stärker. Jetzt aber. Nein, wir sind weg. Besiegt. Außer er trifft zweimal. Ach man. Ampharos. Ja, ihr wisst ja, Ampharos ist jetzt hier nur als Helfer für den Part.
Bitte, lass das leben. Hallo, hör auf. Toll. Leck mich doch am Arsch. Das heißt, Kokowa ist auch besiegt. Wir sind besiegt. Ablegen und neues Pokémon holen. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Sonderregel, aber ja, das ist halt meine Sonderregel im Moment, weil ich möchte ja eigentlich was aufbauen, aber ich komme im Spielfortschritt, sterben die immer. Ich muss auf jeden Fall danach, wenn ich die gefangen habe, ich wollte es euch zeigen, die trainieren. Ich wusste nicht, dass die so... Achso, stopp. Ich muss das Item noch mitnehmen. Ah, verdammt. Item. Pokémon. Nimm. Ja, ich muss auf jeden Fall im nächsten Part dann den Encounter, den ich kriege, trainieren. So sieht's nämlich aus. So. Jetzt aber ablegen. Ich wusste nicht, dass die so krass sind und dass die so schwach sind. Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Ausrede, aber ja. Das hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Wir legen dich jetzt einfach auf Box 5, dass ich weiß, dass du in Kanto gestorben bist. So, dann rausgehen und dann gehen wir nach oben. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwo eventuell einen neuen Encounter kriegen. Ah, wir können hier noch angeln, genau. Wir können hier noch angeln. Hier müssen auch noch Pokémon sein. Angel. Und ich habe sogar noch einen Köderball, das ist sehr gut. Wenn ich die Angel gerade finde... Okay, komm. Gib mir irgendwas Cooles. Komm, 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 komm. Uha, da hat er es angebissen. Geil. Okay, komm schon. Dieser Schrei. Das ist ein heftiges Pokémon. Level 20. Ich nehme natürlich gerne mit ins Team. Das kann zwar nicht angreifen, aber okay. Donnerschock drauf. Paralysieren. Und hoffen, dass das gut für mein Team wird. Und wir kämpfen später gegen die zwei Trainer. Vielleicht im nächsten Part, weil Scarabon war schon ein bisschen krank. Da habe ich jetzt keine Chance mit gehabt. Mit meinem Ampharos, weil wir keine sehr effektiven Attacken machen, leider. Und gegen den anderen will ich jetzt auch nicht kämpfen. Dann kämpfe ich gegen die beiden nochmal im nächsten Part. Beziehungsweise dann, wenn wir die Arena gemacht haben, müssen wir mal schauen. Die kommen auch noch irgendwann dran. Okay. So. Jetzt noch paralysieren. Superball werfen. Und dann sollte doch das Chanera eigentlich im... Pot sein, dann haben wir unseren nächsten Encounter. Sehr schön. Dann passt das doch. So. Ist ja kein Wasser-Pokémon. Ein Ball für Pokémon an der Angel. Es ist an der Angel. Ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ja. Dann spare ich wenigstens meine anderen Bälle. Lol. Nein, okay. Es hat nicht geklappt. Schade. Schade, hätte ja klappen können. Aber auf jeden Fall ist das jetzt schon mal 5 Level stärker. Aber Chanera ist halt so hart zu trainieren, ne? Chanera ist so scheiße zu trainieren. Ich sag's dir. Ich sag's euch. Chanera ist einfach mies zu trainieren, weil das, glaube ich, viele Erfahrungspunkte braucht. Und das ist Level 20, wenn ich das bis Level 40 trainieren möchte. Nein. Nein. Das geht nicht gut. Hyperball, ansonsten werfe ich ja Pokéball. Das hat ja schon mal funktioniert. Das hat ja schon mal funktioniert. So, und... Nö, dann der gute Pokéball. Ja, die Folge ist heute... Ich will wenigstens noch bis zur nächsten Stadt heute ein bisschen länger mit nur Fangen beschäftigt. Aber wieso bin ich nicht eben auf die Idee gekommen, hier zu angeln? Komme ich erst auf die Idee, wenn ich meinen ersten Encounter schon wieder verloren habe? Und... Nö. Dann werfe ich Hyperbälle. Er macht Weichei. Er heilt sich. Okay. Ach, leck mich doch. Chanera, du nervst mich. Du nervst mich. Weißt du das? Dein Weichei... ist paralysiert. Donnerschock. Ich hoffe, ich kill das jetzt nicht. Das wäre einfach zu traurig. Ja, Reset Life, okay. Okay, ist paralysiert immer noch.
Das kann ich angreifen. Es ist jetzt sogar in den roten Bereich gefallen, dank Weichei, aber es ist noch nicht drin. Ich sollte den Tag nicht vom Abend loben. Wenigstens Hauptsache immer paralysiert. So, mal gucken. Mal gucken. Wir können ja auch in der anderen Stadt noch ein bisschen was angeln. Guten Schlag. Es nervt einfach. Es hat einfach so eine Fangrate schon. Ja. Es ist zwar ein gutes defensives Pokémon, was mir natürlich hilft, um einige Schläge einzustecken, aber ich will jetzt auch nicht jeden Hyperball verballern. Ja, ich hoffe, ihr langweilt euch heute nicht in dieser Folge zu sehr, dass nichts Aufregendes passiert. Okay, jetzt ist ja schon was Aufregendes passiert, aber trotzdem. Nein. Ich hasse dieses Pokémon einfach. Es kann gar nichts mehr. Es ist hier in jeder Runde paralysiert. Chanera. Meine Güte. Jetzt aber. Nein. Verflixt. Das hätte beinahe geklappt. Komm, wir ballern den Superball nochmal raus. Es ist doch einfach nur nervig. Es ist einfach nur nervig, okay? Es ist nervig. Chanera, ich lasse den letzten Superball nochmal werfen, dann nochmal Pokéball und dann nur noch Hyperbälle drauf spammen und hoffen, dass der irgendwann in einen Ball drin ist. Ah, ich finde, das ist einfach nervig. Es ist die ganze Zeit paralysiert, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Es ist auf jeden Fall schon mal cool. Wir haben nur noch 7 Hyperbälle. Ja, ich hatte gerade erst 10 gekauft. Ich kann ja nicht an, dass hier so ein krankes Pokémon kommt. Guten Schlag. Es hilft ja nichts, aber okay. Beutel. Hyperball. Ja, das wird dann heute eine längere Folge mal wieder ausnahmsweise. Ich wollte die ja nicht mehr so lang machen, aber ich will noch ein bisschen inhaltlich was machen, wo ich für die nächste Folge trainieren muss. Und da ist Chanera endlich drin. Danke. Danke, danke, danke. Ja, dann muss ich halt... Ja, wie gesagt, im nächsten Part fliegt Ampharos raus. Und dann habe ich trainiert. Beutel. EP-Teiler. Gib das dem Chanera. Dann heilen wir uns kurz. Und dann gehen wir kurz gucken, was hier abgeht. Den Metallmantel kann ich ja auch theoretisch noch ablegen. Ja, kann ich auch noch machen. Jetzt die 5 Sekunden mehr im Part verschwenden oder nicht. Ja, das ist es halt dann noch, ne? Dann vergesse ich das auch schon nicht, dass ich die noch ablegen muss. Und ja, ansonsten, was soll ich noch erzählen? Das ist falsch. Ich denke mal, ich habe alles Wichtige am Anfang gesagt. So, mein PC. Items ablegen, ne? Metallmantel, so. So, gucken wir mal jetzt weiter. Wir sind ja gerade erst am Anfang des Partes. Und ja, so lange haben wir das noch nicht aufgenommen. Wie gesagt, das ist natürlich ärgerlich. Die Gegner werden wir später bekämpfen. Wir werden dann natürlich gucken, dass wir noch viel hinkriegen. Hier ist nichts. Kann sein, dass hier irgendwo ein verstecktes Item liegt. Nein, okay. So, gehen wir mal in die Stadt. Schauen wir mal, wo wir hin können. Ich will jetzt nicht alles machen. Da war ja auch, glaube ich, noch irgendwo eine... Gibt es die Arena noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Route 8. Da sind Trainer. Die will ich aber jetzt nicht bekämpfen. Oh, shit. Sehen die mich denn? Ah. Ah, scheiße. Das wollte ich nicht. Wir repräsentieren Trainergilde aus Kanto. Hier kannst du unter die Räder. Okay, ich muss einfach gleich außen rumlaufen. Ich wollte eigentlich den Kampf nicht machen. Ich wollte den Kampf eigentlich nicht machen. Ich wollte nur gucken, ob ich hier gleich zurückkomme. Oh nein, der hat auch noch 4 Pokémon. Okay, Quaxus, okay, das können wir locker mit Ampharos besiegen. Das ist Level 29, da sind wir sogar einen Ticken stärker. Das ist sehr gut, dass er nicht so krasses Pokémon hat. So, schauen wir mal. Ich wollte eigentlich hier nur gucken, ob wir hier ein Pokémon kriegen.
Aber wir haben keinen Schnellerer dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Aber das ist schon mal auf jeden Fall definitiv gutes Training für das Schnellerer. Und wäre natürlich auch cool und episch, wenn es sich zu Altera entwickeln könnte. Mit 571, das ist sehr, sehr gut. Was kommt als nächstes? Schon wieder? Ja, oh lol. Jetzt haben wir das gleiche Pokémon. Quaxo. Kein Thema. Okay, die werden jetzt immer stärker. War das die Attacke, die mich mitreißt? Achso, ich muss auswechseln gleich. Gott, nach dem Kampf. Bei 3. Ich muss da kurz wechseln. Okay, ich muss jetzt wechseln, definitiv. Weil sonst gehe ich down, sonst sterbe ich. Bei 2. Ich weiß nicht, ob der so schlau ist und wechselt. Schanera. Komm rein. Aquaknarre sollte eigentlich nicht so viel Schaden machen, oder? Okay, wir spammen einfach Weichei. Weil der geht eh kaputt, von daher kein Thema. Der geht eh in der nächsten Runde kaputt. Wir machen Weichei, heilen uns und schauen mal, was als nächstes kommt. Leider, ja, schläft der mein Ampharos jetzt dummerweise. Sehr schön. Kriegt hier schön Erfahrungspunkte. Für den Kampf 610, Level 21, das ist sehr gut. Das ist ein Glücks-Pokémon, ich das bekommen habe. Als nächstes kommt Carpado, okay, hier kannst du selber kämpfen. Möchtest du wechseln? Nein. So. Duplexieb. Okay, Carpado macht nicht so viel Schaden. Bringt auch, glaube ich, nicht so viel Erfahrungspunkte. Oh. Da kannst du nicht selber kämpfen. Traurigerweise. Weil du nicht so viel abziehst, okay. Im Angriff bist du noch nicht so top. Schanera, ich hoffe natürlich, dass du jetzt bald aufwachst. Ampharos, Tackle. Donnerschock. Klatscher, okay, nichts geschieht. Das ist natürlich die dümmste Attacke der Welt. Wobei das dümmste Pokémon meiner Meinung nach ist, obwohl es eigentlich von der Idee her cool ist, ist das gute Goofa aus Sonne und Mond. Das kann halt keine Attacken, die was abziehen. Das kann nix. Ich kann nichts, was offensiv was abziehen würde. Oh, das ist viel Erfahrungspunkte. Und als letztes kommt der Toxa. Okay, ist auch nochmal heftig. Bleiben wir auch nochmal drin. Hoffen, dass es nicht so krank ist. Aber wir sollten das eigentlich normalerweise packen. Okay, Level 33 gegen Level 33. Wir sind sehr effektiv. Er macht aber Wickel. Er leidet Schaden durch Wickel. Donnerschock. Zum Glück ist das nicht mehr die erste Generation, weil sonst wäre ich im Arsch. Weil da habe ich Wickel echt gehasst. Da hat Wickel halt so lange gewirkt, bis der nicht mehr Wickel gesetzt hat. Wenn der schneller war, hat er dich eingewickelt und du hattest keine Chance anzugreifen. Säure. Solange Schanera nicht stirbt, ist alles gut. Ampharos kann sterben, aber das Problem ist halt, es sollte nicht sterben, weil sonst können wir nicht angreifen. Und das wäre traurig. Aber wir müssen ja angreifen, um Schaden zu machen, weil, ja, Schanera macht keinen Schaden. Okay. Ich glaube, wir haben auch gleich ein dezentes Problem. Wie kriege ich die jetzt wieder weg, dass die wieder weg sind? So. Ich müsste ja die Route wechseln oder so, damit ich da rumkomme. Level 22, okay, schon mal 2 Level im Part trainiert. So, schauen wir mal hier. Da ist was. Okay. Toll. Der kämpft eh, wenn ich dahin gehe. Achso, hier kommen wir nach Lavandia. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine. Okay. Anti-Parabirke. Oder wo kommen wir hier hin? Ja. War das so gewesen? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber wir können jetzt hier noch wenigstens mal ein paar Pokémon fangen. Ich mache jetzt gerade hier totales Chaos, aber ich muss halt Pokémon fangen.
Und ich muss mir dann aufschreiben, wo ich Pokémon schon gefangen habe und wo nicht. Wo ich überall schon war. Route 10. Nein! Ah, ich hasse das. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ich auch. Ja, überall Trainercamp. Ich muss mir auch merken, wo ich Trainer gemacht habe. Ich muss mir dann vor der nächsten Folge auf jeden Fall dann nochmal die Folge anschauen. Der hat wieder so ein heftiges Pokémon bestimmt. Sichlor. Wieder ein Käfer-Pokémon. Level 36 zum Glück nur. Das ist aber ein bisschen... Na, ich weiß nicht, ob Sichlor krasser ist als Scaraborn. Mit seinem Schlitzer. Aber es ist Käferflug. Das heißt, normalerweise sind wir sehr effektiv. Das ist schon mal sehr gut. Aber er macht halt mit einer Beere sich heilen. Schlitzer. Wir sollten eigentlich noch einen Schlitzer überleben, oder? Ja. Ich hoffe einfach, dass wir das besiegt kriegen. Dann können wir schon wieder heilen. Okay, besiegt. Sehr gut. So soll das sein, so gehört sich das schon wieder heilen. Ich will wenigstens noch einen Encounter fangen in dieser Folge, dass ich den noch trainieren kann bis zum nächsten Part. Ja. Aber ich krieg's einfach nicht gebacken gerade. Ah, wir können auch da reingehen und Pokémon fangen, genau. Machen wir es einfach. Wir fangen jetzt in Lavandia ein Pokémon. Ich wollte eigentlich da oben noch eins fangen, aber da sind Trainer. Wir wollen ja auch alles erkunden. Und ich schreibe mir dann auf den Zettel auf, wo ich schon überall Pokémon gefangen habe. Und wo ich Trainer schon besiegt habe. Das war doch das Gebäude hier, oder nicht? Ja, richtig. Kann man hier Pokémon fangen? Ah, nee, das ist gar kein... Ah, das ist ein Radioturm jetzt. Hier kann man gar keine Pokémon mehr fangen. Och, Mano. Das ist doch ärgerlich. Dann hier unten... Hier kann ich aber Pokémon fangen. Route 12. Beutel. Profi Angel. Danach hören wir aber auf. Dann beende ich den Part, sonst ist das zu lang. Ich werde ausgehen bis zum nächsten Mal trainieren. Und hoffen, dass es ja, funktioniert. Dass wir dann trainiert haben. Ich sag dann bis Level 40. Dann haben wir zwei Pokémon im Team. Hier knabbert nichts mal. Ah, Surf kann ich auch nicht. Komm schon, kann man überhaupt was fangen? Ja, es kommt was, okay. Bitte irgendwas Heftiges, was ich aber gut fangen kann. Was mir weiterhilft. Es wird auch was... Nee, ich glaube, es wird nichts Heftiges. Holy shit. So heftig wollte ich es auch wieder nicht haben. Und... Ich probiere es mal mit Donnershock. Donnershock. Wie viel das Schaden macht, okay. Der Wandler. Lol. Jetzt haben wir ein pinkes Ampharos. Ja, wie heißt es? Paralysieren, dann Hyperball drauf werfen und ja, das ist auch schön. Ich kenne eine meiner Abonnentinnen, die Castle, die mag ja Mew. Ich mag Mew auch. Und deswegen ist das voll cool. Und Grüße gehen an dich raus. Und ja, muss es einfach mal gesagt sein. Ich denke mal, die meisten kennen sie. Und wenn sie nicht kennt, schaut mal bei ihr vorbei. Sie macht coole Videos. Und ja, ist ein bisschen Werbung für sie. Aber sie hat es nicht nötig, jetzt eh mehr Abonnenten als ich. Und nein, das ist schade. Ich habe irgendwie Angst, dass ich das besiege mit einmal angreifen, dass es dann besiegt ist. Ich muss mal gucken. Mew wäre natürlich sehr cool. Können wir gerne dann bis Level 40 trainieren. Donnershock. Wir werfen mal zweimal Pokéball. Vielleicht bleibt Mew ja im Pokéball drin. Und ja, es ist ein cooles Pokémon. Wir hatten es schon mal in dieser Nuzlocke. Und ja, jetzt haben wir es wieder. Ich hoffe, es bleibt lange bei uns. Und leider werde ich es nicht nur für den Liga-Run benutzen, weil ich wollte nur Gen 2 Legendäre benutzen. Das heißt also, oh, Lugia Celebi kommt wieder. Dann noch Raikou, Entei und Suicune. Und die anderen muss ich halt noch fangen, ne? Die ich noch nicht habe. Ich riskiere einmal mal Tackle. Ich riskiere einfach mal einmal Tackle. Und wenn ich das schneide, wie gesagt, werde ich dann gucken, dass ich mir aufschreibe, wo ich was gemacht habe. Dass ich das nachher noch nachlesen kann. Damit ich keinen Fehler mache beim Fangen von neuen Pokémon. Okay. Das war Glück.
das war Glück, dass das so funktioniert hat. Wir müssen noch dann in Lavandia neue Pokémon fangen, ja ist klar, neue Pokémon-Bälle holen, weil wir keine mehr haben. Und dann beende ich auch noch den Part, heile das noch Mew und wie gesagt, werde dann Ostgreen trainieren. Ansonsten, wenn ich das nicht bis nächste Woche schaffe, dann halt in 2 Wochen den Part anschauen. Aber Glückwunsch. Toll, Ditto wurde gefangen. Ditto? Ditto? Es ist doch ein Fehler, es ist doch ein Mew. Es ist ein Ditto, hä? Bin ich jetzt blöd? Was ist denn hier falsch? Das war doch ein Mew und kein Ditto. Hä? Hä? Kann mir das mal einer bitte erklären? Okay, ich weiß es nicht, was hier los war. Erstmal heilen, dann die Bälle holen und dann speichern und dann, wie gesagt, trainieren. Dann haben wir halt ein scheiß verdammtes Ditto, was mir nicht hilft. Das heißt, ich kann den Part nicht beenden. Ich muss doch noch da oben was holen. Aber erstmal Bälle kaufen. Ich hole mir direkt mal 20 Schieferbälle, wenn ich noch genug Geld habe. Weil ich kann mit Ditto nichts anfangen. Und ja, mein Team ist kacke. Kaufen. Oh, shit. Ja. Okay, das ist natürlich mies gelaufen, dass das Mew zum Ditto wurde. Kann mir das mal einer bitte erklären? Ich verstehe das nicht. Muss doch irgendwo ein Spielbug sein. Das ist ein Bug, oder? Ah nein, da komme ich nicht rein. Scheiße. Ja, dann muss ich doch beenden. Muss die beiden auf... Nee. Wir machen es einfach ganz komplett anders. Wir machen es komplett anders. Wir gehen im nächsten Part wieder zurück. Fangen noch ein paar Encounter im nächsten Part. Und dann ist Anfangs immer noch als Hilfe da. Ich trainiere noch nicht für den nächsten Part. Denn ich will die ganzen Encounter noch im nächsten Part holen. Und danach, nach dem Part, trainiere ich dann. Und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich hoffe, irgendjemand hat eine Erklärung, was mit diesem komischen Mew auf sich hat. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.